Moin zusammen. Wir sind frisch im neuen Jahr angekommen und aus unserer Winterpause zurückgekehrt. Es geht auch direkt weiter mit der OER-Camp-Reihe Make and Do It Yourself. Und heute geht es ein wenig darum, wie man eigentlich eigene 3D-Modelle erstellt. Denn die letzten Male ging es hauptsächlich im Schwerpunkt um 3D-Druck und wie dein erster eigener Druck auch gelingen kann. Aber wir wollen ja nicht immer abhängig sein von irgendwelchen Modellen, die andere für uns erstellt haben, sondern eigene Ideen in die Tat umsetzen. Und ich zeige dir heute, dass das eigentlich überhaupt kein Hexenwerk ist und dass du auch konstruieren kannst. Vielleicht hier zu dem Bild. Ich bin auch immer dabei, meine Fähigkeiten zu verbessern, bin jetzt in die Freiformmodellierung über die Winterpause ein bisschen eingestiegen und mache gerade so einen kleinen Drachen. Deswegen habe ich den hier als kleines Bild einmal eingefügt. Okay, aber starten wir doch direkt einmal los. Wofür steht eigentlich CAD? CAD steht für Computer Aided Design und bedeutet auf Deutsch dann etwa sowas wie rechnergestützte Konstruktion. Dabei gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Varianten, was man mit diesem Begriff verbindet. Aber ihr braucht keine Panik haben. Es gibt viele Wege, aber wichtig ist dein Ziel, wo du hinkommen möchtest. Viele denken vielleicht bei CAD-Konstruktionen, das ist nur was für Ingenieure, irgendwelche mathematischen Zeichnungen. Und das verstehe ich sowieso nicht, wage ich mich gar nicht erst dran. Das ist wirklich ein Trugschluss. Du kannst auch konstruieren und einfach keine Scheu haben, ausprobieren. Kann nicht viel schief gehen. Also es gibt verschiedene Wege, wie man diese Konstruktion angehen kann. Und die möchte ich euch jetzt einfach ein bisschen vorstellen. Der erste Weg ist eigentlich ganz einfach. Man geht nämlich vom Zweidimensionalen ins Dreidimensionale. Hier als Beispiel habe ich einmal, das war mein tatsächlich allererstes CAD-Projekt, was ich je designt habe. Das habe ich auch dreimal gemacht und beim dritten Mal war es dann endlich wirklich auch schön und so, dass man es wiederverwenden kann. Aber man beginnt erst einmal bei einer Zeichnung. Die sieht man hier unten. Das ist jetzt zum Beispiel eine Futterscheibe für so einen Futterautomaten für meine Hunde, die ich fürs Training verwende. Und da waren mir diese Löcher einfach ein bisschen zu groß, weshalb ich die dann neu konstruiert habe, um sie in den Automaten einzusetzen. Was man hier sieht, sind in der Zeichnung einfach irgendwelche Kreise oder Splines, Linien, Kurven, die miteinander in Verbindung gesetzt werden. Bedeutet, wir haben einfache geometrische Objekte wie Linien, Rechtecke, was auch immer, die wir miteinander in Verbindung ziehen, Abstände festlegen, Beziehungen setzen, wie diese Linie soll eine Tangente am Kreis sein zum Beispiel. Und sobald wir diese 2D-Zeichnung haben, kann sie ganz einfach in die dritte Dimension gezogen werden. Das nennt man beim Konstruieren auch Extrudieren, von dem englischen Wort Extrusion. Dabei kann man dann geschlossene Flächen, wie hier zum Beispiel diese Fläche, wo jetzt nicht diese Einführungen hier sind, separat hochziehen zu zum Beispiel hier den Wänden, die man dann einfach höher ziehen kann, um auch in die Höhe Unterschiede erzielen zu können. Vom Prinzip also 2D zeichnen, wie auf Papier, nur eben am Computer, in die dritte Dimension ziehen. Und dann kann man das Objekt schon direkt in den Drucker geben und ausdrucken. Ein anderer Weg, der auch für Schülerinnen und Schüler gut geeignet ist, weil er sehr intuitiv begreifbar ist, ist, dass man direkt im Dreidimensionalen bleibt. Man hat einfache geometrische Objekte, wie hier zum Beispiel Quader oder Zylinder, die man auf die Oberfläche schiebt, mit der Maus dann irgendwie arrangiert und dann einfach simple mathematische Operationen durchführt, wie zum Beispiel die beiden Körper hier zu verbinden, zu joinen heißt das im Englischen oder wird dann auch häufig ins Deutsche übertragen. Man kann Schnittmengen bilden, dass man dann zum Beispiel nur diese kleine Ecke hier von den beiden Objekten hat. Man kann das Ganze subtrahieren, dass man zum Beispiel hier dieses Runde aus dem Viereck rausschneiden kann. Man kann die Körper auch durchteilen, dass man dann hier diese kleine Ecke zum Beispiel separat hat. Und man kann natürlich einfache Translation, Rotation, Skalierung, Scherung durchführen, dass man die Größe verändern kann, dass man entsprechend das auch bewegen kann und da alle möglichen Formen herstellen kann. Eine weitere Möglichkeit ist es, sein 3D-Objekt einfach zu coden. Da gibt es verschiedene Programme für. Man hat dann einfache Programmschnipsel wie Vorschleifen oder if-Abfragen. Es werden einfache geometrische Objekte auch wieder definiert, wie Kreise oder Vierecke, die dann über den Programmcode, hier sieht man das so ein bisschen, das ist eine kleine Steckbox in dem Programm OpenSCAD,
wo hier zum Beispiel so wiederholende Elemente, wiederkehrende Löcher oder Finger für ein Stecksystem können dann einfach über eine Vorschleife zum Beispiel implementiert werden. Und das geht vielleicht schneller wie jetzt über ein CAD-Programm. Aber viele Wege führen ans Ziel. Man kann das auch genauso mit einem normalen CAD-Programm machen. Oder was heißt mit einem normalen, mit einem anderen CAD-Programm. Das, was wir eben hatten, war mehr so die parametrische Konstruktion. Das bedeutet, wir haben vorgegebene Längen, wir haben fest definierte Beziehungen, wie eine Tangente oder was auch immer, was wir an geometrische Formen anlegen. Und dann gibt es noch einen weiteren Part, und zwar die Freiformmodellierung. Bei der Freiformmodellierung haben wir jetzt keine mathematischen oder mathematisch definierten geometrischen Objekte mehr, sondern wir haben eine Oberfläche, die mit Polygonen beschrieben wird. Hier zum Beispiel, das ist eine STL-Datei, deswegen sind das kleine Dreiecke. Und hier kann man dann Freiformflächen, also ja, einfach komplett freie Flächen, wie man sich das vorstellt, einherziehen, und zwar indem man diese kleinen Punkte hier oder die Kanten und Flächen manipuliert. Aber was in so einer Datei eigentlich drin ist, das zeige ich euch jetzt. Keine Angst. Also, wie sieht so ein 3D-Körper in unserem Programm eigentlich aus? Die Screenshots sind aus dem freien Programm Blender rausgeschossen. Habe hier einfach einen kleinen Würfel reingeladen, und zum Manipulieren gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das sind einmal die Kanten oder im Englischen Vertices. Es gibt hier die Flächen, das ist dann hier die Fläche von dem Würfel zum Beispiel einfach. Die kann dann auch reingezogen, rausgedrückt, wie auch immer, werden. Und es gibt, also im Englischen Faces, ich schreibe das immer mal dazu, weil häufig tatsächlich nur die englischen Begriffe auftauchen. Und wenn man die nicht gehört hat, fragt man sich dann vielleicht, hey, was soll das denn sein? Und natürlich die Ecken oder Edges, das ist eigentlich der Standard, um Objekte zu manipulieren. Die Ecke definiert dann immer hier zum Beispiel die drei Kanten, und wenn man die bewegt, manipuliert man dann das ganze Objekt. Und es gibt natürlich das Volumen oder den soliden Körper, im Englischen Solid, der dann am Ende auch so ähnlich aussieht wie das, was wir dann im 3D-Drucker rausbekommen. Vielleicht nochmal zu den verschiedenen Dateiformaten, die dann aus diesen Repräsentationen von den 3D-Körpern da rauskommen. Es gibt einmal hier das Drahtmodell oder Wireframe. Das ist einfach ein kantendefinierter Körper, der sich eben hier in der Speicherung über diese Kanten definiert. Wir haben einmal den Flächenkörper oder den sogenannten Surface-Körper, der sich durch die Oberfläche definiert, also meistens Polygone oder eben verschiedene Kanten oder Punkte und die Polygone, die dann eine Richtung haben, entweder so rum oder so rum, was dann zum Beispiel bei der STL-Datei der Fall ist. Wir haben bei manchen Objekten auch Punktwolken. Die entstehen vor allem bei 3D-Scan-Dateien. Da wird dann Punkt für Punkt das Objekt abgetastet. Das repräsentiert sich hier auch in diesem 3D-Format, der sogenannten Point Cloud. Die lässt sich tatsächlich recht schwierig manipulieren, wenn man sie jetzt in ein CAD-Programm lädt. Deswegen macht es meistens Sinn, das dann in ein Flächenformat oder einen Volumenkörper umzuwandeln, um dann auch diesen Körper manipulieren zu können, Sachteile abschneiden zu können, geometrische Formen reinschneiden zu können oder was auch immer einem dann einfällt. Eine weitere Möglichkeit ist dann, also sind sogenannte Primitiva. Das spielt ein bisschen auf die CSG-Modellierung an. Das steht für Constructive Solid Geometry. Und dort werden einfach normale geometrische Objekte reingeladen und eine Historie, also eine Timeline gespeichert, wie die manipuliert wurden. Man hat also reingeladen, ich habe einen Würfel, und als nächstes wurde gespeichert, der wurde um x 10 Felder nach rechts verschoben, der wurde dann mit einem Zylinder subtrahiert, etc. Und in dieser Datei werden dann alle Schritte wieder nachgeholt, sodass man am Ende dann auch sein fertiges 3D-Objekt hat. Kommen wir also zu den Dateiformaten, die jetzt für den 3D-Druck besonders interessant sind. Das gängigste oder häufigste Format ist eigentlich die STL-Datei. Das steht für Stereolithographie-Dateiformat. Und wenn ihr euch erinnert an die verschiedenen Druckformate oder Druckverfahren, die wir besprochen haben, Stereolithographie ist auch ein bestimmtes Druckverfahren. Und das hängt tatsächlich zusammen, denn das STL-Format wurde für den Stereolithographie-Drucker entworfen oder extra entwickelt und war
weil auch der 3D-Druck fing mit der Stereolithografie eigentlich an. Dementsprechend haben sie auch extra dieses STL-Format entwickelt und das hat sich bis heute durchgezogen und ist eigentlich das gängigste Format. Wenn man irgendwelche Dateien für den 3D-Drucker exportiert oder runterlädt, ist das meistens ein STL-Format. Im STL wird die Oberfläche durch Dreiecke beschrieben. Das sieht man hier bei der Nase von dem Drachen zum Beispiel ganz gut. Wir haben ganz, ganz viele kleine Dreiecke, die aneinander hängen. Und das Wichtige hier ist, wir haben keine Volumeninformationen. Wir haben hier nur Dreiecke, die die Oberfläche aufspannen. Das heißt, was innen liegt, wissen wir überhaupt nicht. Und wenn wir uns jetzt wieder daran erinnern, der 3D-Druck macht innen ja ein Pattern rein, also ein Infill, ein Füllmuster, so heißt das auf Deutsch, das wir auswählen können. Und das liegt zum Beispiel auch daran, dass in dieser STL-Datei nur die Oberflächeninformationen gespeichert sind und er für innen überhaupt keine Informationen hat und deswegen zum Beispiel dieses Füllmuster reinlegen kann. Beim STL-Format haben wir außerdem keine Farbinformationen. Wenn wir jetzt zum Beispiel an den 3D-Scan denken, dann haben wir ja eine Textur, die auf dem Objekt liegt. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel einscannen würde, hätte meine Haut eine rosafarbene Textur, die man mit einem Gipsdrucker zum Beispiel oder einem Drucker, der die Farben mitnehmen kann, auch mit reinlegen wollen würde als Information, damit das entsprechend auch farbig wird. Aber beim STL-Format haben wir keine Farbinformationen, deswegen eignet sich das dann für diese Art von Druckdateien nicht. Wir haben außerdem keine Skalen, was häufig auffällt, wenn man zum Beispiel so eine STL-Datei in ein CAD-Programm lädt. Häufig sind die um den Faktor 10 kleiner oder größer, wie man das eigentlich geplant hatte. Achtet darauf, beim 3D-Druck, dass ihr dann auch die richtige Größe ausgewählt habt und kontrolliert nochmal eure Abmessungen, bevor ihr den Druck startet. Außerdem gibt es keine Materialeigenschaften, das heißt, im STL-Dateiformat sind jetzt keine druckerspezifischen Sachen mitgespeichert, wie zum Beispiel, welchen Drucker wir verwenden, ob das mit PLA gedruckt werden soll, etc. Das STL-Format beschreibt lediglich die Oberfläche unseres 3D-Körpers. Kommen wir zu einem anderen gängigen Format, das sogenannte OBJ-Format. Das beschreibt jetzt die geometrischen Eigenschaften eines Körpers mit Ecken, Normalen etc. Und der große Vorteil ist hier jetzt, dass wir auch Texturkoordinaten haben. Das heißt, wir können Farbinformationen mit unserem 3D-Körper gleich speichern. Das hier ist jetzt zum Beispiel der Arm von einem unserer FabLab-Mitglieder, den wir eingescannt haben, um ihn ja in ein Modell für einen Roboter umzuwandeln. Und wir sehen hier auch die schönen Muskelstränge oder Adern, die langlaufen. Und wenn wir jetzt einen Drucker hätten, der mehrere Farben verarbeiten kann, könnten wir entsprechend diese Farbinformationen in der Datei auch direkt an den Slicer weitergeben. Zuletzt noch ein Dateiformat, was sehr relevant ist für den 3D-Druck, und zwar das 3MF. Das ist ein Format, in dem wir zum Beispiel, wenn wir unseren Körper in den Slicer laden und im Slicer dann alles wieder abspeichern, dann kommt dieses 3MF-Format in den allermeisten Fällen raus. Hierbei handelt es sich um ein speziell für die additive Fertigung entwickeltes Format. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein ZIP-Archiv. Und zwar sind da mehrere, also die 3D-Körper drin, die wir drucken möchten, aber auch Slicer-Einstellungen wie Druckprofile, die Stützstrukturen, an welchen Stellen die sitzen sollen, die Drucktemperaturen etc. Und zusätzlich auch noch Farb- und Texturinformationen, sodass es praktisch alles vereint. Dieses 3D Manufacturing Format ist relativ neu oder vergleichsweise neu und ist von ja, einer von Microsoft initiierten Ausgründung als Open Source Projekt erstellt worden. Und das löst so ein bisschen, es gab schon mal dieses Additive Manufacturing Format. Löst das ein bisschen ab, das AMF, weil das einfach, also das wurde ursprünglich mal dafür entwickelt, aber das hat sich nicht durchgesetzt und eigentlich verwendet das keiner. Und das 3MF-Format hat diese Vorteile alle wieder aufgegriffen und hat es auch tatsächlich geschafft und wird von den meisten Slicern verwendet. Bevor ich euch einmal zeige, dass das wirklich kein Hexenwerk ist und wie einfach das eigentlich geht, sprechen wir über fertigungsgerechte Konstruktion und hier natürlich vor allem über den 3D-Drucker. Unser Exportformat, wenn wir unseren Körper dann aus der CAD-Datei rausbekommen, ist das STL-Format in den allermeisten Fällen.
Wenn ihr konstruiert, solltet ihr natürlich immer beachten, gerade für den FDM-3D-Druck, wo eure Überhänge sind. Das ist vor allem relevant für so Freiform-Modellierungen wie jetzt den kleinen Drachen. Der braucht irgendwo eine plane Oberfläche, damit der Drucker das auch vernünftig machen kann. Bei Freiformflächen oder so kleinen Modellfigürchen hat man es häufig, dass die auseinandergeschnitten werden und dann zum Beispiel der Kopf separat vom Körper gedruckt wird und später wieder zusammengeklebt wird. Das hat einfach den Vorteil, dass wir eine plane Oberfläche haben, wenige Stützstrukturen brauchen, die man dann wieder entfernen muss, die vielleicht nicht ganz so schön sind. Genau, daher immer beachten, dass ihr möglichst eine plane Oberfläche habt, die ihr auf dem 3D-Drucker auflegen könnt. Dann solltet ihr natürlich die Wandstärke beachten. Ihr könnt in der Konstruktion natürlich eure Wände 1 mm dick machen, aber in der Praxis fasst ihr das dann einmal an und dann ist es wahrscheinlich kaputt. Hier so als kleiner Tipp, man sagt immer, die Wandstärke sollte ein Vielfaches eures Düsendurchmessers sein. Wenn ihr also mit einer 0,4er Düse druckt, solltet ihr dann, wenn ihr eine ganz dünne Wand haben möchtet, nicht mit 1 mm, sondern entsprechend mit 1,2 mm designen. Das hat dann den Vorteil, dass ihr 3 Layer nebeneinander legt und eben nicht nur die 2. Dann natürlich die Ausrichtung beachten, wenn ihr es dann später druckt. Das hatten wir auch schon. Wenn ihr ein T druckt, das nicht so rumdrucken, weil hier dann Stützen entstellt werden müssen, sondern einfach hinlegen auf die flache Seite. Und wieder, was ihr bei der Freiformmodellierung checken solltet, das sind die sogenannten Non-Manifold Edges. Ihr solltet ein solides, wasserdichtes Modell erzeugen. Denn bei unseren Freiformobjekten passiert es schnell einmal, wir haben ja ganz viele Dreiecke in der STL-Datei, dass einige dieser Dreiecke einfach fehlen, weil wir beim Konstruieren nicht aufgepasst haben. Und das ist dann natürlich ein Loch in der Datei, mit dem der 3D-Drucker ein Problem hat. Viele Slicer haben schon eine kleine Repair-Funktion mit drin, dass diese kleinen Löcher einfach gefüllt werden. Aber je nachdem, wie stark dann oder wie groß euer Loch ist, kann es hier auch zu Problemen kommen. Und deswegen, vor allem, wenn ihr fremde STL-Dateien oder Freiform-Dateien von euch in den Slicer ladet, schaut euch auf jeden Fall nochmal Schicht für Schicht an, was der Drucker macht, weil dort seht ihr auf jeden Fall diese kleinen Löcher, die ihr vielleicht gar nicht bemerkt habt, die der Drucker dann aber nicht herstellen kann. Sonst noch ein kurzes Wort zu Lasercutter und CNC-Fräse. Wir haben ja nicht nur 3D-Drucker, auch wenn wir Cutter und Fräse noch nicht so behandelt haben. Beim Lasercutter haben wir das Exportformat DXF. Das ist ein Vektorformat, das einfach 2D-Linien beschreibt. Hier muss man darauf achten, wenn man das zum Beispiel mit Fusion 360 konstruiert hat, dass voll definierte Beziehungen sind, dass eine Linie, die an einem Kreis anliegt, wirklich auch als Tangente definiert ist, weil sonst kann das beim Export ganz gerne mal zerfliegen und man hat nicht mehr das, was man ursprünglich mal gezeichnet hat. Sonst, das bezieht sich auch wieder auf Fusion. Man sollte in einer Skizze arbeiten und nicht in mehreren. Wenn wir eine Zeichnung machen, malen wir ja auch nur auf einem Blatt Papier und nicht auf 3 parallel, weil die zusammenzufügen wird am Ende ein bisschen aufwendiger und nervig. Und natürlich beim Lasercutter, ihr solltet geschlossene Linien erzeugen. Wenn ihr ein Viereck ausschneiden möchtet und das einfach hier offen ist, könnt ihr das am Ende nicht rauslösen. Das heißt, schaut noch einmal, dass alle Konturen geschlossen sind. Sonst für die CNC-Fräse haben wir nochmal ein anderes Exportformat, und zwar eine sogenannte Step-Datei. Die hat jetzt zur STL-Datei den Unterschied, dass ein Volumenkörper definiert wird. Das bedeutet, wir wissen an jeder Stelle des Körpers, wie er definiert ist. Also auch im Inneren, beim 3D-Druck, wissen wir ja zum Beispiel nicht, was im Inneren dieses Oberflächenmodells ist. Bei der Step-Datei weiß man an jedem Punkt, wo was ist, um entsprechend dann das Material auch rausfräsen zu können. Und sonst solltet ihr natürlich darauf achten, da wir hier abfräsen, dass die Materialdicke auch eurem Werkstück entspricht und dass die Ausrichtung stimmt, weil sonst geht das schnell mal schief. Das passiert schneller, als man denkt. Gut, zu guter Letzt zeige ich euch jetzt, dass das wirklich gar nicht so schwer ist. Ich habe einmal 2 Wege für euch vorbereitet. Das ist einmal hier der 2D zu 3D-Weg. Ich nutze hier das Programm Fusion 360. Nächste Woche schauen wir uns aber ganz detailliert nochmal an, welche Programme gibt es, wo sind die Unterschiede, was eignet sich vor allem für Schüler und wie funktioniert das im Allgemeinen. Ich mache das deswegen jetzt einfach einmal schnell. Keine Angst, es ist nicht so kompliziert. Als erstes
sage ich ihm hier, dass ich eine Skizze erstellen möchte. Eine Skizze ist jetzt mein Blatt Papier, was ich mir auf den Tisch lege. Ich sage hier, er soll es in die XY-Ebene legen. So, jetzt habe ich mein Papier definiert und jetzt möchte ich einfach einen kleinen Smiley zeichnen. Es gibt hier verschiedene 2D-Tools, die ich nutzen kann. Das ist hier zum Beispiel auch einfach ein Kreis. Wenn ich hier drüber hover, habe ich immer so eine, oder drüber fahre, habe ich hier so eine kleine Beschreibung, der mir sagt, was diese Operation auch wirklich macht. Und wenn ich jetzt einfach mal den Kreis anklicke, kann ich ihn hier hinsetzen, kann sagen, er soll zum Beispiel 100 mm groß sein und habe schon meinen kleinen Kreis definiert. So ein Smiley hat ja auch Augen, das sind eigentlich auch nur Kreise. Setzen wir die einfach mal munter hier irgendwie rein. Wir sehen schon hier, sagt er, okay, die Linien sind jetzt auf einer Höhe, möchte ich aber tatsächlich gar nicht. Ja, was hat ein Smiley noch? Das ist irgendwie hier so ein Mund. Zack. Ups, ich setze die Augen gerade nochmal nach hier. Und dieser Mund sollte natürlich auch geschlossen sein. Das heißt, ich nehme eine Linie, mache diesen Mund zu. Zack. Das ist jetzt keine schöne Konstruktion, aber ich will nur einmal verdeutlichen, wie das prinzipiell funktioniert. Und wenn ich hier drüber fahre, seht ihr jetzt, wir haben schon definierte Flächen, wie zum Beispiel diesen Außenkreis hier, den ich jetzt in die dritte Dimension ziehen könnte. Das möchte ich hier aber gar nicht. Ich habe zum Beispiel noch die Möglichkeit, bis zum Schnittpunkt manche Linien zu stutzen. Ich kann hier den Kreisen jetzt sagen, dass sie zum Beispiel beide gleich groß sein sollen. Und wenn ich jetzt hier die Größe verändere, verändert sich der andere automatisch mit. Ich könnte sie jetzt zum Beispiel auch noch zueinander ausrichten, dass sie genau gleich sind. Ich könnte sie zur Mitte ausrichten, möchte ich aber hier gar nicht machen. Jetzt möchte ich nochmal die Skizze beenden und das Ganze in die dritte Dimension ziehen. Dafür habe ich hier die Möglichkeit, die Extrusion auszuwählen, einfach zu sagen, okay, nehme diese Fläche, zu sagen, er soll 10 mm hoch sein und das Ganze mit Enter zu bestätigen. Und hier habe ich jetzt schon einen Körper, den ich im 3D-Drucker ausdrucken könnte. Wenn ich das hier mir anschaue, kann ich das als STL speichern und schon direkt auf den 3D-Drucker legen. Hat nicht lange gedauert, geht ganz einfach, ist wirklich kein Hexenwerk, traut euch einfach. Und keine Angst, nächste Woche machen wir das alles nochmal ein bisschen detaillierter. Als weitere Möglichkeit möchte ich euch jetzt Tinkercad zeigen. Das ist ein Programm, wo ich einfache geometrische Formen, wie zum Beispiel hier einen Würfel reinlegen kann und einen Zylinder, und dann kann ich die miteinander schneiden und so dann 3D-Objekte erstellen. Aber wir wollen ja auch einen Smiley erstellen. Das heißt, ich fange einmal mit meinem Zylinder an, ziehe mir den hier rein. Mal gucken, genau, die Steuerung ist hier ein bisschen anders. Ich rotiere jetzt mit der rechten Maustaste. Ich kann über diese Punkte hier skalieren. Ich kann das jetzt zum Beispiel auch einfach ein bisschen größer ziehen. So zum Beispiel. Und habe jetzt schon meinen äußeren Smiley direkt als 3D-Körper definiert. Da fehlen jetzt natürlich noch Augen. Das heißt, ich nehme hier wieder so kleine Zylinder, mache die ein wenig kleiner, dass sie auch entsprechend passen. Und definiere die mir jetzt hier als Bohrung. Das bedeutet, ich möchte dieses Werkzeug benutzen, um meinen anderen Körper zu beschädigen. Mit STRG-C, STRG-V kann ich auch einfach diesen Körper kopieren, kann ihn hier reinsetzen. Und wenn ich möchte, kann ich jetzt all meine Dateien auswählen und sagen, dass ich sie kopieren möchte. Was dann passiert, können wir uns einfach mal angucken. Zack, ich habe jetzt die Augen in diesen Smiley reingeschnitten, sodass ich hier schon fast einen Smiley habe, fehlt natürlich noch der Mund. Der ist auch wieder eigentlich ein Zylinder. Ich lege ihn mir mal hier hin. Ups, ja, das war der falsche Knopf. Ich lege ihn mir mal hier hin, dass wir auch was sehen können. Ein bisschen kleiner vielleicht noch. So. Und jetzt muss ich ja irgendwie die Hälfte dieses Kreises wieder abschneiden, damit ich meinen Mund habe. Das können wir wieder einfach mit einem Würfel machen. Den legen wir uns rein. Skalieren ihn ein bisschen in die Länge und hier natürlich auch ein bisschen in die Höhe. Nein, ich möchte ihm nicht sagen, wie viele Millimeter er haben soll. Zack. Mache jetzt wieder das Gleiche. Sage, du sollst eine Bohrung sein, du sollst mein Körper sein. Markiere beide und wähle eine Gruppe. Und habe jetzt hier schon mein Werkzeug, um gleich den Mund in meinen Smiley zu schneiden.
Jetzt lege ich einmal den Mund in meinen Smiley rein. Hier wichtig, der liegt jetzt gerade noch auf. Den würde ich gerne nach unten legen. Er möchte gerade nicht nach unten gelegt werden. Ach so, ich glaube, er sitzt schon auf der Oberfläche. Ah, er ist schon unten, okay. Gleiches Spiel nochmal. Bohrung, beide markieren, Gruppierung. Nee, er war doch nicht ganz unten. Und jetzt habe ich hier meinen Mund reingeschnitten. Tatsächlich nur bis an die Stelle, wo jetzt eben meine Bohrung saß. Genau. Wenn ich den komplett hier versenken möchte, gehe ich einfach mal ein bisschen durch. Eigentlich hier unten zeigt er mir, dass er da ist. Genau. Nehme jetzt wieder beide, gruppiere das. Und jetzt ist er entsprechend tiefer drin. Okay. Wie gesagt, nächste Woche schauen wir uns das alles einmal ganz in Ruhe an, schauen, welche Unterschiede es gibt und gehen tatsächlich auch ein bisschen mehr näher auf dieses zweite Programm jetzt ein, das Tinkercad. Da es hier schon sehr, sehr viele Lehrpläne etc. für Schüler gibt, um das entsprechend im Unterricht zu nutzen und junge Maker an die CAD-Konstruktion ranzuführen. Für erfahrene Nutzer oder ältere Nutzer würde ich immer das andere, das Fusion, empfehlen. Aber wie gesagt, dazu nächste Woche mehr. Ja, dann wir sehen uns und ich freue mich auf eure Fragen.